Willkommen zurück zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Mit natürlich dem freiwilligen Feuerwehr-DLC geht's weiter. Und ich spiele immer noch in der Beta-Version, sollte ich hinzusagen. So, wir machen heute weiter mit einem weiteren Lehrgang. Ich muss mal schauen, welche Lehrgänge wir überhaupt noch übrig haben. Und dann bin ich mal gespannt, was uns wieder erwartet und wie informativ wieder dieser Lehrgang sein wird. So, wo ist denn der Lehrgangsleiter? Da bist du ja. Ah, hallo. Hallo. Ja, ich sehe immer noch nicht, was bei Punkt 1 eingeblendet wird, aber ich drücke einfach mal die 1. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Ui. Artenschutzlehrgang, der soll im praktischen Teil sehr schwierig sein oder angeblich ein bisschen fordernder. Ich bin mal gespannt. Alles klar. So, dann schauen wir uns mal den Willkommen beim Lehrgang theoretischen Teil für Atemschutzgeräteträger. Wir werden uns heute mit einem der Aufgabenbereiche beschäftigen, der die meisten Gefahren im Einsatz birgt. Im Innenangriff muss der Angriffstrupp unter extremem Stress mit hohen Temperaturen, schlechter Sicht und der direkten Aussetzung von Gefahren umgehen. Mitunter gefährlicher als die Flammen selbst sind bei den meisten Bränden die entstehenden Atemgifte. Diese bemerkt man häufig nicht direkt. Atmet sie jedoch in der Nähe des Feuers ein. Die Luft, die wir zum Atmen brauchen, ist eine Zusammensetzung aus diversen Gasen. Der Hauptteil besteht aus Stickstoff, gefolgt von einem Teil Sauerstoff und ein paar geringen Anteilen an Edelgasen und Kohlendioxid. Bereits eine leicht geänderte Zusammensetzung der Luft, zum Beispiel durch einen zu hohen Anteil an Stickstoff, kann für uns zur Gefahr werden. Dazu kommt, dass bei einem Brand zusätzlich giftige Gase freigesetzt werden. Generell teilen wir diese Atemgifte in drei unterschiedliche Gruppen ein. Die erstickenden Atemgifte, wie zu viel Stickstoff, die reizenden Atemgifte, wie zum Beispiel Chlor oder Ammoniak, und die Atemgifte, die sich auf unser Blut, die Nerven und Zellen auswirken können. Ein Beispiel hierfür sind starke Benzindämpfe oder Kohlenmonoxid. Da man manche Atemgifte nicht riechen oder wahrnehmen kann, versuchen wir uns immer bestmöglich zu schützen. Es gibt dabei zwei große Gruppen an Atemschutzgeräten. Erstens Filtergeräte, welche die Luft beim Atmen filtern und so verhindern, dass Giftstoffe in unsere Lungen geraten. Diese bieten aber nur einen zeitlich begrenzten Grundschutz und können gegen gewisse Atemgifte nicht schützen. Daher verlassen wir uns bei der Feuerwehr eher auf die zweite Gruppe, die Isoliergeräte. Diese sind von der Umluft komplett abgeschlossen und arbeiten mit einer eigenen Sauerstoffquelle. Dies sind unsere Pressluftatmer. Durch die Pressluftflasche auf dem Rücken wird es uns möglich gemacht, auch unter andernfalls extrem gefährlichen Bedingungen für eine begrenzte Zeit arbeiten zu können. Dieser Schutz ist jedoch nur gewährleistet, wenn das Gerät auch vernünftig angelegt ist und richtig verwendet wird. Dies wird dir Heinz nun unten in der Fahrzeughalle näher erklären. Ja, war nur ein kurzer Teil Theorie, würde ich sagen, aber wieder sehr informativ. Aber jetzt geht's direkt weiter mit dem praktischen Teil. Wir rennen zu Heinz. Und gucken, ob wir auch Rainer wiedersehen. Hallo Heinz. Schön, dich wiederzusehen. Heute schauen wir uns die Atemschutzausrüstung genauer an. Zieh dir deine Einsatzkleidung an, dann treffen wir uns hier wieder. Alles klar, Chefe. Da bin ich. Ich war schneller wie du. Ich finde es aber cool, wie das alles so vorbereitet wird von der KI. Auf dem Fahrzeug befinden sich mehrere Atemschutzausrüstungen. Zwei befinden sich direkt an den Sitzen des Angriffstrupps und hier zwei zusätzliche für einen weiteren Trupp. Mit der Pressluftflasche auf dem Rücken kommt die volle Montur, die wir im Einsatz mit uns tragen, im Schnitt auf 30 bis 40 Kilo. Das bedeutet, du solltest dich mit dem Gerät auf dem Rücken vorsichtig bewegen und mit Bedacht vorgehen. Leg die Ausrüstung an. Achte darauf, dass du die Maske luftdicht aufsetzt und die Verbindungen alle richtig sitzen, damit die Isolationswirkung gegeben ist. Das sieht doch gut aus. Versuche ruhig zu atmen und dich an die Maske und das Gewicht zu gewöhnen. In geschlossenen Räumen steigt die heiße Luft und der Rauch nach oben und sammelt sich unter der Decke. Daher solltest du dich in verrauchten Räumen immer geduckt bewegen. So kannst du mehr sehen und bist gleichzeitig nicht direkt der Hitze ausgesetzt. Komm mit nach draußen. Wir haben einen kleinen Parcours aufgebaut, um diese Erfahrung zu simulieren. Folge mir.
Ich folge dir. Der Heinz wieder. Immer für ein Späßchen parat. Hallo, Rainer. So, das hier ist ein Brandcontainer. Rainer übernimmt die Einweisung. Oh Gott. Dann kann es losgehen. Du wirst im Brandcontainer einem Parcours aus Gitterboxen folgen. Auf dem Kurs wirst du auf Hindernisse in Form von Türen stoßen. Diese musst du mit dem Helligen öffnen, das direkt am Anfang liegt. Das Ziel ist, eine Person zu finden und zu retten. In diesem Fall ist es unsere Rettungspuppe, Traumasel. Finde ihn im Container und bring ihn hier zu uns in Sicherheit. Ach ja, du hörst bestimmt bereits den Rauchmelder. Wenn du ihn finden kannst, schalte ihn bitte aus. Falls du die Orientierung verlierst, halte dich immer an eine Seite und hangle dich an der Wand entlang, bis du wieder bessere Sicht hast. Der wichtigste Punkt ist, nicht in Panik zu geraten. Bleib ruhig und handle überlegt, und mit etwas Erfahrung wirst du in der Lage sein, routiniert und effektiv in den Innenangriff zu gehen. Das muss reichen. Los geht's. Du machst das schon. Ja, ich mach das schon. Ich wäre mir da nicht so sicher, aber wir schleichen uns jetzt einfach hier mal durch. So, Tür Nummer 1 ist schon mal offen. Okay. Wir sollen zu der Tür wahrscheinlich da hinten. Wir können hier hoch und hier geht's nicht weiter lang. Okay. Wird also ein kleines Labyrinth. Und natürlich ist der Rauch schön dicht hier oben. Ich halte mal meine Taschenlampe ein. Okay, hier ist der Rauchmelder. Dann haben wir den schon mal gefunden. Wobei es halt blödsinnig ist, eigentlich den gerade abzustellen, weil, naja. Naja, kann man natürlich ausmachen. Batterie raus, fertig ist, hat man wenigstens seine Ruhe. Aber ich glaube, Traumasepp retten ist gerade erstmal wichtiger. Hallo? Weiß nicht, aber Traumasepp sieht immer ein bisschen anders aus. Muss man denselben Weg zurückgehen oder kann man hier oben auch lang? Wir probieren es einfach. Wir probieren es. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Und doch, hier geht's raus. Sehr schön. Ja, war doch jetzt eigentlich nicht so das Problem, finde ich. Leg Sepp hier einfach auf der Plane ab. Das war's. Du kannst die Ausrüstung wieder ablegen und dich beim Schulungsleiter melden. Der kümmert sich wie immer um die Formalitäten. Ich hätte jetzt gedacht, es wird ein bisschen härter, weil, ja, man sich da angeblich schnell verlaufen könnte, aber fand ich jetzt gar nicht so das Problem. Na gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Maske wieder aus, endlich wieder richtig durchatmen. Ich sollte schließen, okay, ja, na dann. Na dann. Rainer und Heinz sind wieder richtig faul unterwegs heute. Naja, ich ziehe mal die Ausrüstung aus und dann geht's hoch zum Schulungsleiter. Ich bin mal gespannt, ob danach noch ein Lehrgang kommt, ein weiterer. Ich denke ja mal fast nicht, beziehungsweise ich denke halt, dass dann der letzte Lehrgang noch folgt. Und zwar der vom, zum Gruppenführer. Willkommen zurück. Damit bist du bereit, als Atemschutzgeräteträger in den Einsatz zu gehen. Denk bitte daran, dass du jährlich einen Sporttest ablegen musst, damit du sicher sein kannst, dass dein Körper für die Belastung fit genug ist. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto sicherer wirst du. Ich freue mich auf den nächsten Lehrgang. Bis dann. Jo, bis dann. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Wir können nach Hause fahren. Ja, einsteigen, aussteigen, einsteigen. Und jetzt vielleicht doch mal die Tür schließen. Ja, geht doch. Geht doch. Aber ich habe das Gefühl, es war jetzt fast einer der kürzesten Lehrgänge, die wir hatten.
glaube, die anderen gingen länger. Ich glaube, die längste war fast die, oder der längste Lehrgang war fast der als Maschinist, würde ich fast sagen. Weil da sind wir ganz schön weit weggefahren und das Hin- und Rückfahren hat viel Zeit in Anspruch genommen. Aber ich kann mich auch täuschen. Ah, komm, das ist doch fast mal gerade. Das ist doch fast mal gerade geparkt. Ich krieg's noch hin. Ich krieg's irgendwann noch hin. Da wären wir wieder. Direkt wieder ins Bett um 10.40 Uhr. Ja, komm, Stunde was gemacht, da kann man schon wieder 20 Stunden schlafen. Das ist schon in Ordnung, kann man schon machen. <lacht> 24.08.2022 um 8.35 Uhr. Schön früh am Morgen. Viel zu viel geschlafen, was einen noch müder macht eigentlich. Wäsche ist keine gewaschen. Ein paar Handtücher haben wir hier. Ein paar Boxen, Klopapier. Ja, man bräuchte halt manchmal wirklich so ein bisschen Beschäftigung zu Hause. Weil man kann ja nicht wirklich viel machen, außer ins Bett gehen. Und halt rumfahren oder rumlaufen. Vielleicht entdecken wir noch irgendein cooles Easter Egg oder irgendwas Lustiges. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Was haben wir hier Schönes? Der Erfolg. Alles klar. Ein bisschen Müsli. Spüli natürlich am Spülbecken. Ja, da gehört es auch hin. Und wir haben... ein kleiner Flächenbrand. Juhu. Sehr schön. Alarm. Ja, da bin ich wirklich jetzt schnell auf dem Weg zur Wache. Finde ich einer der coolsten Einsätze, diese kleinen Flächenbrände, beziehungsweise eines der coolsten Einsatzarten. Und es passt halt auch momentan zu diesem warmen Wetter, was wir hier in Deutschland haben. Da brennt es ja leider auch sehr, sehr häufig in der Realität. Also sehr häufig sind dann Kleinflächenbrände. Deswegen beeilen wir uns jetzt. Und driften um die Kurve direkt. Sehr schön. Ah, ist nicht mehr ganz so schepp. Größte Herausforderung, gerade parken. Also in der Realität nicht, aber im Spiel schon. So, schnell in unsere Kleidung reinhüpfen. Rennt gerade noch einer zum Spind. Genau. Dann kann es, glaube ich, losgehen. Dann sind wir komplett, würde ich sagen. Das andere Fahrzeug steht auch schon parat. Wird aber wahrscheinlich dann erst nach uns ausrücken. Bin mal gespannt, ob es der gleiche Flächenbrand ist wie vor ein paar Folgen hatten wir auch schon einen Flächenbrand auf einem Feld und Strohballen hat da gebrannt. Genau, das andere Fahrzeug fährt uns gerade hinterher. Sehr schön. Grillunfall im Waldstück. Das klingt nicht nach brennenden Strohballen.
Das klingt, ja, nicht nach einem brennenden Feld. Bin ich mal gespannt. Ich mag diese Einsatzart total. Bin mal gespannt, wo es hingeht. Okay, hier winkt schon einer. Ich sehe noch gar nichts rauchen. Ich sehe noch gar nichts rauchen, aber wir bleiben hier mal stehen. Wenn da schon einer winkt, wird da schon irgendwas sein. Ja. Geht ihr nur, ich mach die Tür nochmal zu. verlassen. Da. So, Atemschutz haben wir schon an. Haben wir im Fahrzeug schon angezogen. Brand bestätigt. Ja, ist nur die Frage, wo. Und ich brauche noch ein Fotochen. Und natürlich Text. Alles klar. Bilder habe ich. Aufgabe habe ich gerade keine. Ist schön. Ah, da vorne wird endlich mal von der KI die Straße abgesperrt. Finde ich gut, aber mich würde jetzt interessieren, wo brennt und was brennt und wie groß ist der Brand. Okay, hier rennen schon Leute weg. Alles klar. Ist doch ein bisschen größer als gedacht. Klar, Grillunfall bei dem warmen Wetter kann das schon schnell in die Hose gehen. Ich würde halt jetzt gerne einen Befehl bekommen, was zu machen. Genau, da habe ich einen. Ich nehme nicht so gern die Aufgaben vorweg, weil man nie weiß, ob da irgendwas anderes entschieden wird vom Kopfhörer. Okay, soll den schon in der Hand behalten. Dann mache ich das. Einmal da dran. So, ich renn mal hoch. Ich denke mal, wir sind nämlich dann startklar. Sieht jedenfalls so aus, auf den ersten Blick. Und es hat sich schon extrem ausgebreitet. Ich versuche es erstmal ein bisschen einzudämmen. Das wäre auch so ein Einsatz, wo ich cool finden würde, wenn die KI da ein bisschen mit anpackt. Damit sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Das wäre schon echt schön. Besonders, wir sind mit zwei Fahrzeugen da. Und einer löscht jetzt. Einer versucht das hier ein bisschen einzugrenzen. Ah doch, da kommt der nächste. Sehr schön. Ja, man muss nur ein bisschen meckern. Was langsam, Kollege. So ist es cool. Hab schon gedacht, ich muss das hier alleine jetzt komplett einkreisen und die Ausbreitung eindämmen, aber so ist natürlich okay, dann kann er von vorne löschen, ich lösche hinten ein bisschen rum. Hauptsache, es breitet sich nicht weiter aus. So ist das cool. Ich würde sagen, Brand ist unter Kontrolle. Es wird schon ziemlich klein, das Feuerchen. Aber cool. So, ich lösche noch ein bisschen nach. Der Kollege macht auch noch ein bisschen mit. Da ist der Übeltäter, der Grill. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Löschangriff beendet. Hier reicht der Luminarform. Dann heißt es schnell wegrollen. Und dann würde ich sagen, war das ein ganz erfolgreicher Einsatz. Der erste Einsatz unter Atemschutz im Freiwillige Feuerwehr DLC. Und ich hoffe, dass es noch ein paar Einsätze gibt, wo man dieses Fahrzeug hier selber steuern kann und benutzen kann. Weil ich finde es eigentlich mega cool und man hat auch jetzt die Reifen hier gefixt, weil die waren anscheinend doch ein bisschen falsch positioniert. Sieht so schon besser aus. Und die sind schon wieder fertig. Die haben es aber auch immer eilig beim Wegräumen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das darf ich nicht runter machen. Das hat jemand anderes zugeteilt bekommen. Ja, dann sind wir eigentlich, glaube ich, wegfahrbereit. Aufsetzen, wir können los. Das lief gut heute, oder was meint ihr? Ja, ich fand, das ist wirklich gut gelaufen. Ist wirklich sehr gut gelaufen. Also der Brand war eigentlich schnell unter Kontrolle. Ich habe zwar ein bisschen Panik geschoben, weil ich gedacht habe, ich soll das allein jetzt alles eindämmen. Aber es kam ja doch noch ein Kollege. Hab ja doch noch ein bisschen Hilfe bekommen und dann zu zweit war das schon überhaupt kein Problem mehr. Aber es ist cool, weil dieser Einsatz halt ein bisschen abgelegen von der Straße war. Man hatte ein bisschen Laufstrecke gehabt, man musste die Schläuche da lang verlegen. War schon ganz okay so. Wie gesagt, diese Kleinflächenbrände sind eigentlich meine Lieblingseinsätze im Notruf. Und es wird wieder eine mega lange Folge. Es wird wieder eine lange Folge. Übrigens, bevor ich es vergesse, vor ein paar Wochen, 1, 2, 3, 4 Wochen, ich glaube nicht mal so viele Wochen, habe ich mich bei euch allen bedankt, weil wir da 500 Abonnenten auf diesem kleinen YouTube-Kanal erreicht haben. Das Krasse ist jetzt, seitdem Notruf rauskam, also dieses Freiwillige Feuerwehr-DLC jetzt als Beta zur Verfügung steht, sind die Zahlen von meinem Kanal auf, ich hau aktuell mal nach, 621 Abonnenten gestiegen, was einfach unglaublich krass ist, wie schnell jetzt dieser Kanal gewachsen ist und wie viel ihr kommentiert und liked und so weiter und so fort, euch auch gegenseitig versucht zu helfen. Es ist einfach nur wunderschön und wunderbar und dafür euch allen ein riesengroßes Dankeschön von tiefstem Herzen. Ihr seid einfach die Besten, kann man so einfach nur sagen. Vielen, vielen Dank dafür. So, deswegen versorge ich euch schön mit weiteren Folgen Notruf, weil euch gefallen die Videos anscheinend. Und ja, ich würde sagen, das war's aber jetzt für die Folge. Wie gesagt, vielen Dank an euch alle. Falls ihr neu seid auf diesem Kanal, dann lasst gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit die Zahlen noch schön weiter steigen. Würde mich sehr freuen und motiviert mich auch sehr. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.